Eines verbindet die Firma Mondi, Lisek und Umdasch. Sie haben Niederlassungen in der Ukraine. Teilweise wurde der Betrieb der Fertigungen und Büros aus Sicherheitsgründen ausgesetzt. In den Zweigfirmen befinden sich keine Österreicher vor Ort. Die Hilfsorganisation ORA bringt dringende Güter in verschiedene Länder. Beim Anliegen, Kinderkleidung für Südosteuropa zu sammeln, bekam die Wohltätigkeitsorganisation in Adaka prominente Unterstützung aus Amstetten. Schwester Cornelia und die ÖVP halfen mit zahlreichen Sachspenden. In den Kliniken Amstetten und Mauer hat das Pflegepersonal gegen die Arbeitsbedingungen protestiert. Mitarbeitermangel und schlechte Bezahlung machen den Pflegeberufen zu schaffen. Außerdem hat auch die Pandemie mit dem ständigen Tragen von Masken die Belastung in diesen Berufsgruppen gesteigert. Die Bestrebungen in der EU, Atomstrom als umweltfreundlich zu verkaufen, stoßen in Niederösterreich auf Ablehnung. Alle Parteien waren sich bei der Abstimmung im Landtag einig, dass es keinen Atomstrom in unserem Bundesland geben wird. Hier setzt man auf erneuerbare Energien. Kaum werden die Temperaturen frühlingshafter, sieht man wieder die grünen Schutzzäune entlang der Straßen. Sie sollen Frösche davon abhalten, überfahren zu werden. Damit diese zu ihren Laichplätzen gelangen, werden sie in Kübeln eingesammelt und über die Straßen getragen. Helfer sind überall erwünscht.